Bei der Explosion einer Autobombe im Zentrum von Tel Aviv sind mehrere Menschen verletzt worden. Laut Polizei handelte es sich offenbar nicht um einen Terroranschlag, sondern um eine rein kriminelle Tat. Israelischen Medienberichten zufolge gehörte das Auto einer Familie, die mutmaßlich ins organisierte Verbrechen verwickelt ist. Ziel sei ein berüchtigter Anführer gewesen, gegen den schon mehrere Mordversuche verübt worden seien. Mindestens 4 Menschen wurden nach ersten Angaben der Polizei verletzt, als das Auto in einer belebten Durchgangsstraße explodierte. Ganz in der Nähe hatten Ende November mutmaßliche palästinensische Extremisten während der israelischen Militäroffensive gegen den Gazastreifen einen Bombenanschlag auf einen Bus verübt.